Hallo zusammen bei 360 Grad. Heute sind wir bei einer ganz außergewöhnlichen Baustelle hier in Leingarten. Und die Dimensionen, die sind vor allem erkennbar, wenn man mal ein paar Bilder aus der Luft anschaut. Auf einer Fläche von 85.000 Quadratmeter entsteht hier die Europazentrale von Fuyao. Und das ist ein Unternehmen, das spezialisiert ist auf die Weiterverarbeitung von Automobilglas. Und die haben ihre gesamten Standorte hier in der Region, unter anderem in Sinsheim und in Heilbronn, jetzt hier zusammengelegt. Nächstes Jahr wird dieser Bau schon fertiggestellt sein. Wir sind jetzt hier im Verwaltungstrakt. Ein hochmodernes Gebäude entsteht. Wir können mal ein paar Grafiken anschauen, wie es dann am Ende aussehen soll hier. Alles total verglast von außen, also ein ganz attraktiver Arbeitgeber, ein ganz attraktiver Standort, vor allen Dingen hier, wo es noch die notwendige Fläche gibt. Apropos Attraktivität, zur Attraktivität von einer Region gehört natürlich auch, dass der Handel funktioniert, nicht nur, dass man genügend Arbeitsplätze hat. Und da tun sich viele, viele Innenstädte schwer. Das merkt man, viele alteingesessene Händler geben auf, viele Billigläden kommen nach. Also da ist ein City-Management vonnöten, denn nicht nur Kultur, Sport und Bildungsangebote und die Arbeitsplätze sind vonnöten, sondern auch ein gutes Einzelhandelsangebot. Und da sind viele, viele Städte gefordert, mit pfiffigen Ideen den Händlern zu helfen. Gute Ideen braucht man, wenn man so eine Ansiedlung hier umsetzen möchte. Und das Automobilglas, das hier hergestellt wird, das ist für alle Fabrikate sozusagen vorgesehen. Also man beliefert Audi natürlich hier in der Region, aber auch Daimler, Jaguar in Frankreich, viele, viele Firmen. Und damit man die qualifizierten Mitarbeiter behält, die man hier in der Region hat, deswegen hat man natürlich auch ein Grundstück gesucht, das nahe bei Heilbronn liegt. Und da gibt es eigentlich fast gar keine Flächen mehr und vor allen Dingen keine Fläche in dieser Dimension. Und deswegen hat Leingarten da das Rennen gemacht. Und man sieht im Hintergrund die vier Fertigungshallen, die gucken wir uns dann gleich nochmal an, in denen dann produziert wird. Am Ende werden hier, wie gesagt, 300 Mitarbeiter tätig sein und das ganze Projekt kostet einen mehrstelligen Millionenbetrag und wird auch wirklich in Rekordzeit hochgezogen. Also auch das ist wieder mal Werbung für die Region. Und apropos Werbung, da fragen auch manche, gerade wenn man sich hier umschaut in Richtung Autobahn, warum gibt es denn eigentlich noch keine Werbung für die Bundesgartenschau 2019 an den Autobahnen, wo Millionen Fahrzeuge unterwegs sind? Das wäre doch eine tolle Sache. Aber leider ist die Autobahndirektion sehr, sehr restriktiv. Frühestens im Mai 2019 soll das erlaubt sein. Also, dass man nicht erst nach der Buga werben darf, das ist noch alles. Da sollte man sich doch Gedanken machen, ob es nicht sinniger, pfiffiger und vor allen Dingen auch zielführender wäre, einmal über den eigenen Schatten zu springen. Über den eigenen Schatten springen muss man natürlich schon, wenn man solch ein gigantisches Projekt umsetzt. Alle Zahlen in dieser Europazentrale, die sind schon beeindruckend. Alleine hier gibt es ein 70 Meter langes Sprinklerbecken, das unter der Erde verlegt wurde. Dann musste ein Höhenunterschied von 15 Metern zwischen den einzelnen Gebäudekomplexen ausgeglichen werden. Das heißt also ein wahnsinniger Erdaushub, der hier vonnöten war. Und viel Lob gibt es übrigens gerade für so eine kleine Verwaltung wie hier in Leingarten, die das doch sehr professionell begleitet haben und der Bürgermeister quasi das wie so ein Management-Center mit vorangetrieben hat. Auch das ganz, ganz wichtig und spannend auch, was man sonst so alles umgesetzt hat. Beispielsweise nämlich, dass der Feng Shui-Gedanke ja auch eine Rolle spielt. Natürlich, das ist ein chinesischer Unternehmer und da werden eben die Eingangsbereiche, aber auch die Produktionshallen genau nach diesen Maßstäben umgesetzt. Auch das etwas Außergewöhnliches und da kann man sich schon auf einiges freuen, vor allen Dingen, weil es natürlich auch ein Hingucker ist für Leingarten insgesamt, wenn man mal die Grafiken anschaut, wie das dann am Ende aussehen wird. Also da muss man schon sagen, ein eindrucksvolles Projekt, das mit Sicherheit prägend ist, nicht nur für diesen Ort. Ausgeprägte Dimensionen hat jede der vier Fertigungshallen, jeweils 10.000 Quadratmeter. Wir sind jetzt in einer dieser Hallen und auch der gesamte Produktionsprozess, der dann hochautomatisiert hier stattfinden wird, wird sich verändern. Das heißt also viel mehr werden diese Autoscheiben, die natürlich auch immer mehr, immer komplexer fertiggestellt werden müssen, hier direkt vor Ort produziert. Das heißt, nur das Rohmaterial wird dann dazu gekauft und dann kann man viel, viel schneller und effizienter das Ganze umsetzen und erhofft sich natürlich dann auch wachsende Umsatzzahlen, einen höheren Marktanteil. Weltweit hat die Gruppe ja 25.000 Mitarbeiter und dementsprechend auch einen hohen Umsatz von mehr als 2 Milliarden Euro. Und da spielt natürlich hier diese Europazentrale in der Region, in Leingarten, eine große Rolle, um
exakt diese Position, die man sich geschaffen hat, weiter auszubauen. Apropos bauen, viel gebaut wird in der Region ja sowieso aller Orten, auch in Heilbronn, das wissen wir ja, Bundesgartenschau, Experimenta, Bildungscampus. Und da gab es ja auch immer ein Gerücht, dass das Eisstadion weichen muss, weil eben der Bildungscampus wächst. Jetzt aber ist klar, vor 2020 wird da nichts mehr passieren. Einige Spötter meinen, Harry Merkel müsste ja dann in seiner zweiten Amtszeit auch noch ein bisschen etwas zum Einweihen haben. Ja, apropos Einweihen, Einweihung wie gesagt nächstes Jahr hier und auch das eine Besonderheit. Hier diese lichtdurchfluteten Montagehallen mit einer wunderbaren Aussicht hinaus in den Ort. Und bemerkenswert auch, wie schnell es gegangen ist, obwohl man ein Jahr Zeitverzögerung hatte. Warum? Die Archäologen, die hatten hier ein Keltengrab entdeckt und sogar tatsächlich dann auch ein Exponat ausgebuddelt. Also musste man die Zeit in den Böllinger Höfen überbrücken, denn die Kunden, beispielsweise Audi, die brauchten natürlich die Scheiben. Also da musste man schon flexibel sein. Aber diese archäologischen Ausgrabungen, die sind natürlich dementsprechend staatlich verordnet und sie haben ein Jahr gekostet. Jetzt aber ist man im Zeitplan und fast fertig. Und da ist etwas entstanden, was wie gesagt für Leingarten ganz, ganz wichtig ist, auch als Gewerbesteuerzahler und mit Sicherheit den Ort die nächsten Jahre prägen wird. Das war's für diese Woche. Bis zum nächsten Mal.